Was für brave Miezen. Dann bis gleich. Das Sprichwort stimmt wohl. Nachts sind alle Katzen grau. Warum das so ist und was das mit dem Aufbau der Netzhaut zu tun hat, schauen wir uns in diesem Video an. Hier siehst du eine Darstellung eines seitlichen Schnitts durch den menschlichen Augapfel. Wenn Licht auf unser Auge fällt, gelangt es durch die Hornhaut, die Linse und den Glaskörper bis auf die Netzhaut. Hornhaut, Linse und Glaskörper sind nahezu durchsichtig. Sie lassen daher viel Licht bis zur Netzhaut durch und bündeln zudem die Lichtstrahlen. Schauen wir uns die Netzhaut mal genauer an. Umschlossen wird sie von der Aderhaut, welche die Netzhaut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Netzhaut selbst besteht aus verschiedenen Abschnitten. Das einfallende Licht muss zunächst die verschiedenen Nervenzellschichten passieren, bevor es zu den eigentlichen Lichtsinneszellen gelangt. Diese liegen auf der Pigmentschicht, welche direkt an der Aderhaut anliegt. Die Pigmentschicht ist lichtundurchlässig und durch das Pigment Melanin dunkel gefärbt. Doch wie wird dann das Signal an das Gehirn weitergeleitet, wenn es hier eine Schicht gibt, die lichtundurchlässig ist? Schauen wir uns also an, was in der Schicht davor mit dem Licht passiert. Die Lichtsinneszellen sind spezialisierte Nervenzellen, die Lichtreize in elektrische Signale umwandeln, welche über die Nervenzellen wieder in die Gegenrichtung geleitet werden und schließlich über die gebündelten Nervenfasern in Form. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.